347 Drittklässler aus 17 Klassen aller Grundschulen der Gemeinde Rastede und Wiefelstede tobten am Donnerstagvormittag durch die Mettchendorfer Sporthallen. Das jährliche Spielfest des Spielfestteams Ammerland stand an. Wie immer stand an diesem Morgen der Spaß am Spiel und Bewegung im Vordergrund. Ein Schwerpunkt dabei? Mini-Handball. Auf zwei Spielfeldern traten die Teams der Grundschulen Feldbreite, Hahnlehmden, Kleinbrook, Leuchtenburg, Loy, Mettchendorf, Warnberg und Wiefelstede dabei wie stets unter Tiernamen an. Bären gegen Elefanten, Nashörner gegen Wölfe. Sieger gibt es beim Turnier bewusst nicht. Beim Spielfest sind alle Kinder Sieger. Die nicht gerade Handball spielten, toben an anderer Stelle in den Sporthallen herum. Auf der Hüpfburg etwa, bei verschiedenen Sport- und Spielangeboten wie der schiefen Ebene. Farbenfroh wurde es im Zwischenspiel, bei dem die Kinder mit großen Fallschirmen herumtobten. Ein Höhepunkt der Veranstaltung, bei dem auch in diesem Jahr alle Kinder einbezogen wurden.